Lege dich auf den Rücken. Füße fallen locker nach außen. Handflächen zeigen nach oben. Achte bei der folgenden Übung darauf, dass du nur meinen verbalen Anweisungen folgst und den Kopf in der Stellung nicht mehr bewegst. Drehe die Handflächen zum Boden. Bringe deine Füße zusammen. Ziehe die Zehen zu dir heran. Drücke den unteren Rücken in den Boden, spanne die Bauchmuskulatur an und hebe deine Beine in den Schulterstand. Shavasana. Unterstütze deinen Rücken mit deinen Händen und strecke die Zehen zum Himmel. Das Hauptgewicht liegt auf deinen Unterarmen. Achte darauf, dass dein Nacken nicht zu stark belastet wird. Lasse mit der nächsten Ausatmung deinen rechten Fuß hinter deinen Kopf zum Boden gleiten. Zehen zeigen zu dir. Einatmen, strecke ihn wieder nach oben. Ausatmen, lasse deinen linken Fuß zum Boden gleiten. Einatmen, zurück nach oben. Führe die Übung in deinem eigenen Atemrhythmus weiter. Atme langsam und bewusst in der Ujjayi-Atmung und genieße die Dehnung. Durch Shavasana werden alle Organe besser durchblutet. Auch wirkt der Schulterstand sehr harmonisierend. Nach einem anstrengenden Tag kann man mit dieser Asana schnell wieder frische Energie erlangen. Im Gegensatz zum Kopfstand wirkt der Schulterstand eher beruhigend und fördert einen tiefen und erholsamen Schlaf. Ziehe mit der nächsten Einatmung beide Füße zu dir heran. Lasse mit der Ausatmung deine gestreckten Beine langsam hinter deinen Kopf gleiten und setze die Füße auf. Fersen ziehen Richtung Boden. Wenn deine Füße fest am Boden aufliegen, kannst du deine Arme von deinem unteren Rücken lösen und mit den Handflächen nach oben ablegen. Sollten die Füße noch nicht zum Boden kommen, unterstütze bitte weiter den Rücken mit deinen Händen, um den Nacken nicht zu stark zu belasten. Schließe deine Augen und bringe deine Aufmerksamkeit in den Kehlkopfbereich. Der Pflug, Halasana. Durch Halasana erhalten die Bauchorgane eine sanfte Massage und die Schilddrüsenfunktion wird harmonisiert. Drehe mit der nächsten Einatmung deine Handflächen zum Boden. Rolle mit der nächsten Ausatmung deinen Rücken Wirbel für Wirbel ab. Ganz langsam und bewusst. Wenn dein Rücken ganz aufliegt, atme noch einmal tief ein, hebe deinen Kopf, drücke den unteren Rücken fest in die Matte und bringe deine Beine mit der Ausatmung aus der Kraft der Bauchmuskulatur zum Boden. Lasse die Füße wieder locker nach außen fallen, Handflächen zeigen nach oben und genieße die Entspannung.